Hallo, schön, dass du wieder da bist. Du bist beim letzten Video des Lernzyklus Sachaufgaben zum Thema lineares Wachstum angekommen. Du hast es ins Mastery-Video geschafft und kannst jetzt beweisen, wie viel du dir von den letzten Videos gemerkt hast. Versuche daher, die Aufgaben alleine zu lösen und pausiere dazu das Video. Vergleiche danach deine Lösungen mit meiner. Gutes Gelingen beim Bearbeiten. Hier ist deine Aufgabe. Herr Schauer bekommt ein Jahresgehalt von 18.000 Euro und eine jährliche Gehaltserhöhung von 400 Euro. Frau Eder hingegen bekommt jährlich nur 14.000 Euro, dafür eine jährliche Gehaltserhöhung von 900 Euro. Stelle die Gleichung der linearen Funktion auf, die die Gehaltsentwicklung von Herrn Schauer bzw. von Frau Eder darstellt. Pausiere das Video und löse die Aufgabe selbstständig. Ich gebe dir noch einen Tipp. Da du zwei Gleichungen aufstellen wirst, musst du sie unterscheidbar machen. Am besten verwendest du S für die Gleichung, die Herrn Schauers Gehaltsentwicklung darstellt, und E für die von Frau Eder. Bist du mit der Aufgabe fertig? Super, dann vergleiche deine Lösung mit meiner. Beginnen wir mit Herrn Schauer. Die Höhe seines Gehalts beträgt zu Beginn 18.000 Euro. D ist daher 18.000. Jährlich bekommt er 400 Euro dazu. Die Steigung k ist daher 400. Die Gleichung der linearen Funktion ist s von t ist gleich 400t plus 18.000. Die Gleichung gibt die Gehaltsentwicklung nach t Jahren an. Frau Eder bekommt im ersten Jahr 14.000 Euro. D ist daher 14.000. Jährlich bekommt sie eine Gehaltserhöhung von 900 Euro. Die Steigung k ist 900. Die Gleichung der linearen Funktion ist e von t ist gleich 900t plus 14.000. Hast du dasselbe Ergebnis wie ich? Hervorragend, das hast du toll gemacht. Nun werde ich dir erklären, wie ich schrittweise das Koordinatensystem bearbeitet habe. Zuerst muss man die Achse beschriften. Die waagrechte Achse gibt die Zeit t in Jahren an. Auf dieser Achse trägst du die Einheiten, also die Jahre, in Einzelschritten ein. Die senkrechte Achse stellt das Jahresgehalt in Euro dar. Damit du die hohen Zahlenwerte auf der senkrechten Achse darstellen kannst, gehst du hier in 2000er Schritten. Um die Gehaltsentwicklung von Herrn Schauer darstellen zu können, benötigen wir das D und das K. Aus der Gleichung, die wir für Herrn Schauer erstellt haben, wissen wir, dass das D 18.000 und das K 400 beträgt. Die Katheten des Steigungsdreiecks sind somit 1 und 400. Damit der Graph möglichst genau gezeichnet werden kann, darf man die Katheten nicht zu kurz wählen. Deshalb vergrößern wir die Katheten auf 5 und 2000, was derselben Steigung k ist gleich 400 entspricht. Daraus ergibt sich der Funktionsgraph s von t. Damit wir die Gehaltsentwicklung von Herrn Schauer mit der von Frau Eder vergleichen können, zeichnen wir den Funktionsgraphen von Frau Eder in dasselbe Koordinatensystem ein. Um die Gehaltsentwicklung von Frau Eder darstellen zu können, benötigen wir das D und das K. Auch das wissen wir bereits aus der Gleichung E von T. Das D beträgt 14.000 und das K 900. Wie beim Herrn Schauer wären hier die Katheten 1 und 900 viel zu kurz, um einen genauen Graphen zeichnen zu können. Wir vergrößern die Katheten auf 8 und 7200, was wiederum derselben Steigung k ist gleich 900 entspricht. Daraus ergibt sich der Funktionsgraph, der die Gehaltsentwicklung von Frau Eder zeigt. Deswegen beschriften wir ihn mit e von t. Schließlich siehst du hier die grafische Darstellung beider Funktionen. In grün ist die Gehaltsentwicklung von Herrn Schauer dargestellt, in rot die von Frau Eder. Deine Aufgabe ist es, folgende Fragen zu überlegen und deine entsprechenden Antworten aufzuschreiben.
In welchem Punkt schneiden sich die beiden Graphen und was bedeutet das? Wer bekommt mehr Jahresgehalt? Begründe deine Antwort. Drücke auf Pause und notiere deine Antworten und schreibe deine Argumente auf. Dann erst vergleiche deine Lösung mit meiner. Bist du mit der Aufgabe fertig? Prima, dann können wir unsere Lösungen vergleichen. In welchem Punkt schneiden sich die beiden Graphen und was bedeutet das? Die beiden Geraden schneiden sich im Punkt 8, 21.200. Das bedeutet, dass Herr Schauer und Frau Eder nach 8 Jahren gleich viel verdienen. Wer bekommt mehr Jahresgehalt? Begründe deine Antwort. In den ersten 7 Jahren verdient Herr Schauer jährlich mehr als Frau Eder. Im 8. Jahr verdienen beide gleich viel. Im 9. Jahr und in den Folgejahren liegt das Jahresgehalt von Frau Eder über dem von Herrn Schauer. Großartig! Du hast alle Aufgaben erledigt. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Du kannst sehr stolz auf dich sein.